Hallo, mein Name ist Beate Knappe, ich bin Porträtfotografin in Düsseldorf. Ich liebe meine Arbeit und besonders schön finde ich, dass meine Kunden meine Arbeit auch lieben. Sie sagen mir des Öfteren, dass eine Fotosession bei mir ihre Seele streichelt und das Selbstbewusstsein stärkt. Und das ist mein Projekt. Renate hatte ihr Geschäft schräg gegenüber von meinem Studio. Renate erkrankte an Brustkrebs. Dann sah ich Fotos, auf denen wurde ihr das lange Haar abgeschnitten. Und ich dachte nur, wow, was für eine Frau. Sie will nicht Opfer sein, sondern sie sagt, fuck you, Cancer. Die Einladung zu einer Fotosession an Renate und andere Frauen war eine ganz spontane Entscheidung von mir. Ich wollte den Frauen zeigen, wie schön sie sind, wie stark ich sie erlebe und wie weiblich auch ohne Haare. Ich glaube, Beates Bilder können gerade Frauen helfen, die Angst davor haben, ihre Haare zu verlieren oder ihre Brust zu verlieren, Angst vor einem Verlust der Weiblichkeit. Meine Porträts sollen den Betroffenen Mut machen, sich der Herausforderung, die diese Erkrankung mit sich bringt, zu stellen. Ich verstehe meine Arbeit als eine Art Therapiebegleitung und Unterstützung für den Heilungsprozess. Die Bilder zeigen keine kranken Frauen oder haben nicht den Fokus darauf, dass die Frauen keine Haare mehr haben, sondern Beate schafft es, die Schönheit und die Weiblichkeit der Frauen in ihren schlichten Bildern darzustellen. Und jetzt kommst du ins Spiel, denn ich brauche deine Unterstützung, um weitere Frauen zur Fotosession einladen zu können, um aus den entstandenen Porträts Wandbilder für eine Ausstellung zusammenzustellen und diese Ausstellung auf Wanderschaft zu schicken. Sie sollte überall dort zu sehen sein, wo Frauen im Moment diesen Kampf ausfechten. In Brustzentren, in onkologischen Praxen, auf Stationen, wo Chemotherapie verabreicht wird. Um dieses realisieren zu können, brauche ich dich, brauche ich deine Unterstützung. Und darum bitte ich dich, unterstütze mein Projekt.